verfangen. Ja, hätte ich mir fast gedacht. Halt dich gut fest! Komm da runter! Das habe ich mir fast gedacht, dass das irgendwo ganz genau bei einem bestimmten Punkt ist. Jetzt kapern wir das Seil, zack, und fliegen mit. Irgendwie war das doch zu erraten, oder? Ja, jetzt klettern wir das bisschen da hinauf. Nein, mir geht's urprima. Schieß doch die lieben Leute weg. Ja, Nick. Super! Und sie ist weg. Alles gut! Jetzt habe ich den Boden berührt. Achso. Ach Gott, wieso komplett? Kann sich denn nicht festhalten? Was hast du bloß ausgefressen? Ist eine lange Geschichte! Ist eine lange Geschichte. Kommst du nun oder nicht? Nein, ich renne nur deppert hinter dir her. Boah. Kommst du nun oder nicht? Ja, super. Wahrscheinlich muss ich jetzt so lange verfolgen, bis der wieder irgendwo. Bis er sich irgendwo wieder verhängt. Obwohl, nein, jetzt haben wir ja den Haken da runtergehauen. Jetzt hat er ja nur mehr das Seil, beziehungsweise hat nicht einmal mehr das Seil. So. Danke. Und wo ist das nächste? Da geht's weiter. Ja, genau. Sie ist gut, sie sitzt dort oben gemütlich drinnen, lässt sich vom Wind ein bisschen treiben. Wir müssen dumm herumlaufen. Wir erreichen gleich den Fluss! Schneller! Ja, okay, das war klar, dass ich da jetzt reinspringe. Dass ich das irgendwie mit einer Zwischensequenz wäre, anders wäre das nicht ausgegangen. Habe ich mir fast gedacht, dass das so sein wird. Und jetzt ist wieder ein Haken unten auch drauf. Ein Hinterhaken. Nächstes Mal plane ich den Fluchtweg. Na, küsst sich doch endlich wieder mal. Das kann man ja nicht mit ansehen, ihr zwei. Wunderschön. Von so romantisch. Sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit. Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir. Glaub nicht. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was verloren ging. Also, das war's dann. Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert und es führt kein Weg zurück. Vielleicht gibt es kein Zurück. Aber voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende. Elise. Ich. Ja, endlich. War doch wieder abzusehen. Du hast geschummelt. Du warst zu langsam. Ich liebe dich. Bin nur gespannt, wie sie jetzt nachher... Weil ich glaube, das ist zu starker Wind. Der wird so schnell herumgetragen und man kann ihm nicht steuern und bla bla bla. Eine Mission, die ich ziemlich auf 100% abgeschlossen habe. Das ist eine der wenigen, sagen wir so. Meistens fehlt mir irgendwo ein kleiner Teil. Ich weiß nicht, ob man für 100% für das Spiel eigentlich alle Missionen auf voll abschließen müsste, halt mit allen Nebendingen und so weiter, wahrscheinlich sogar. Aber auf das habe ich da nicht wirklich Lust. So, wo sind wir denn jetzt? Sind wir sicher auf einer Südseeinsel? Nein, keine Ahnung. So weit sind wir sicher nicht geflogen. Ja, und sie ist abgehauen. Naja, super. Ich musste los. Du sahst so friedlich aus, ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. So. Und wo sind wir hier? Jo, stimmt, eine Romanze, wie schön. Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Aber irgendwie hätten wir es selber auch gerne. So, weiter geht's, weiter geht's. Wir sind jetzt, wo sind wir? Ah, auf unserer... Nein. Oh, das müsste unsere Heimatinsel sein. Ich würde sagen, wir gehen einmal zurück zum Café. Wenn ich es finde. Na, bin ich jetzt gerade blind? Das ist ja das da.
Hat sich das verändert? Oder es wird noch nicht angezeigt gerade? Ja, ich renne mal herum, vielleicht kommt irgendwo was. Genau das habe ich mal gedacht, es wird da irgendwas kommen. Novize, hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Es sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Also Sinnenfertigkeiten freigeschalten. Ein Fähigkeiten freigeschalten. Verbesserte Verdunkelung, das dicke Fell, Giftgas, Schlossknackermeister, Gnaden, bla bla bla. Ja, habe ich mal fast gedacht. Beschließen. So, wir werden nämlich in Schleichen natürlich jetzt einmal Punkte investieren für das Dreier Schlossknacken. Halt, die neue Sequenz ist abgeschlossen, soweit ich das mitbekommen habe jetzt. So, was haben wir dann noch? Umgebungsuntertauchen, ja, brauchen wir nicht. Verkleiden. Verkleiden ist nicht schlecht, aber weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Ich würde sagen, wir gehen einmal in den Nahkampf, was wir da noch haben. Nahkampf gibt es nur die unterschiedlichen Sachen nachher. Fernkampf, was haben wir da? Auffüllpunkt, diese Fähigkeit, eine Auffüllpunkt zu schaffen, indem sie einen Mitschritt bomben, bleibt unnötig. Geldbeutel braucht man sicher nicht. Giftgas, weiß ich nicht, Phantomklinge, durch die verbesserte Phantomklinge kann die ohne nach und zweimal abgefeuert werden oder Persiker. Das machen wir mal. 4 Punkte haben wir jetzt noch. So, Betäubungsbomben täuschen. Eine Leuchtbombe, die Gruppe von Gegnern betäuben kann, wie sie ausgerüstet ist. Drücken sie kurz RP um. Na, weiß ich nicht. Interessiert mich nicht. Gesundheit gibt es nichts mehr. Oh ja. Nein, jetzt gibt es wenig Punkte für die nächste Gesundheitsstufe. Na. Scheiße. Und die Punkte, soweit ich weiß, kriegt man ja nur. Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort. Kriegt man ja nur im, bei den Multiplayer-Dings, also Scope-Missionen. So richtig viele. Was muss ich machen? Irgendwas muss ich selber tun. Was muss ich machen? Ich habe jetzt nicht verstanden. Ich habe jetzt nicht ganz zugehört gehabt. So richtig. Weil die irgendwie nicht alles mitbekommen. Ja, irgendwas selber machen. Machen wir mal trotzdem die Schnellreise ins Café, ist mir wurscht. Ist mir egal, ist mir wurscht. So. Wir sollten auch in den anderen Cafés dann mal die Missionen machen, dass wir noch mehr Geld bekommen, schneller Geld bekommen. Das wäre auch so, das könnten wir jetzt noch einmal machen. Jetzt haben wir eh die neue Sequenz abgeschlossen, jetzt könnten wir, soweit ich weiß, alle ja, Schlösser, die es gibt, relativ einfach knacken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch. So, Einkommen, 21.000. Ah, stimmt, ich weiß, was ich machen wollte mit dem Geld. Ich wollte sparen auf die neue Klinge, auf die beste. Auch wenn man die angeblich halt eine gleich gute beim Ende der Story bekommt, wollte ich trotzdem sparen. So, Missionen. Entweder wir machen jetzt Missionen, eine Einladung zum Abendessen, oder ich reise in die... So, ich reise zu den Häusern und mache da mal die Missionen, das würde ich machen. Ich würde mal da in dem Café die Missionen machen, weil ich dann, soweit ich weiß, welche Missionen, soll ich die Hauptmissionen machen oder soll ich da die Missionen im Café, die Café-Missionen machen? Ich würde jetzt eine Café-Mission mal machen. Servus Alexander! Halt, auf eine Café-Mission habe ich auf jeden Fall Bock einmal. Na, das will ich eigentlich nicht anpassen. Was immer eine sozusagen. Was Club betreten? Eine Hauptmission, eine Kaffeemission oder wie? Wo sind die Typen? Ich glaube, das sind Missionen da. Geht vielleicht noch mal rauf? Dass die ganz oben sind? So, akzeptieren, die werden wir mal machen. Wir müssen einen Typen töten, ist ja unsere leichteste Aufgabe. Mal hinlaufen. Eine Haupt und eine Kaffee. Was ist denn geben, Alexander, zum Mittagessen oder zum Essen? Ja.
Müsste ich jetzt alle umbringen? Boah, seid ihr ein bisschen deppert? So. Ich muss den einen umbringen, auch wenn das die idiotischen Wachen sind, die ich eigentlich vom lieben Napoleon nicht umbringen will, weil mit denen arbeite ich ja zusammen. Oder so halb zusammen. Da vorne ist aber den einen zu umbringen, den mache ich auf jeden Fall. Eine Haupt und eine Kaffee. Ja, können wir gerne machen. Weil ich glaube, die Kaffeemissionen bringen uns dann ein bisschen mehr Geld in die Tasche. Sie sind nicht so langwierig wie eine Hauptmission immer. Also es ist schon klar, dass wir die Hauptmissionen relativ bald einmal fertig, aber ich glaube, wir brauchen... Alexander, ich habe nur gefragt, was du zum Mittagessen gehabt hast. Oder zum Essen gehabt hast, weil es sagt, es hat so lecker geschmeckt. So, ab zum... Na, ich will da... So, den haben wir mal. Und der ist einfach. So. Plündern wieder, weil ich habe schon ein oder zwei Medizinen weniger. Italienischen Eintopf. Hört sich nicht schlecht an. So. So, dort vorne, den machen wir auch gleich noch. Wenn der schon so am Weglaufen ist. Boah, der ist weit weg. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber ich will eigentlich die 25 voll bekommen. Ich bekomme dann wieder was. Und normalerweise geht das wenn er nicht raufhüpfen wird, relativ schnell. Und wenn er ein paar Mal noch gestört wird. Komm. So. Das war's mit dir. 8 von 25. Und jetzt machen wir aber, töten wir den endlich. Servus, Tim! So, den einen haben wir mal runtergehauen, der weiß, der auf der Dame herumgehüpft ist. Wenn es eine Dame war. So. Wir sollen einen umbringen. Wahrscheinlich die zwei leben wieder. Wieso leben die zwei wieder? Ich sollte auch die ganzen Kisten und so weiter gleich mitnehmen, weil das, die zählen ja in dem Spiel auf 100%. Komm her, du! Austormann, da bist du ja. Aber ich glaube nicht, dass ich auf 100% das machen werde. Na, bleib, geh runter. So. Hey, Leute! Das gibt's nicht! Durch die Rauchfänge durchschießen, von dem halte ich nicht sehr viel. Teilen. Wo ist da noch einer? Da unten ist einer. Okay. So, jetzt machen wir mal einen Scan, dass ich einmal ein bisschen sehe, wie viele Leute hier sind. So, da drüben ist einer am Dach, den werden wir sich einmal holen. Na, da gehen wir noch mal weiter. Klettern wir darauf. Eliminieren. So, wir müssen irgendwie... Ah, den sollen wir töten. Ja, dann würde ich sagen... Eine Phantomklinge. Den haben wir getötet. Und jetzt fliehen wir noch aus dem Gebiet. Ich würde sagen, das war's. Das war jetzt nicht so schwer. So, und wir bekommen, glaube ich, jetzt mehr Geld auch in die Kasse hinein. Servus Philipp heißt das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Philipp müsste es sein. Und wir wollen die nächste Hauptmission, haben wir gesagt. Wir machen jetzt immer eine. So, dann muss ich da eine Schnellreise. Eine Hauptmission, eine Kaffeemission, wollt ihr sehen? Ja, ich sage, die Missionen, die gehen ratzifatzi. Halt, die sind meistens so... Einen umbringen, fertig.
Und da ich jetzt mich sogar geschickt angestellt habe mit Umbringen, dass der einfach ja Phantomklinge weghaut und fertig und dort nicht viel mehr erkundet habe und so, war das ziemlich einfach. So, ich will euch nichts. Ich will euch nichts, ihr wollt mir nichts. Ah, Alexander kann nicht auf Facebook gucken bei einem Let's Stream. Wie gesagt, wird es so gemacht, wie man es gewöhnt ist. Also ich tue da nicht zwischendurch auf dem Desktop. Ich tue nicht zwischendurch irgendwas anderes machen. Es wird einfach gestreamt und so soll es sein. So, ich schätze mal, die Kiste ist da oben am Dach. So wie ich das höre, das Glitzern. Na, liebe Kiste. Ah, mein Mevo-Bot ist wieder da. Ich glaube, der war in einer längeren Warteschlange. 11 Kisten von 40. Das Gute, hier sieht man auch, wie viele Kisten noch über sind. Nicht so wie bei Far Cry 4, dass es nachher, boah, einfach, ja. So, runter, gezielt.